Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush Frontiers. Wir machen weiter und ich dachte mir, wir bleiben jetzt einfach in dem Setting von der Wasserwelt quasi und probieren hier direkt das nächste Level. Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil es ist wirklich was ganz anderes. Gab es, soweit ich mich erinnern kann, auch nicht in den anderen Kingdom Rush, dass wirklich dieses Wasser, also Unterwasser, vor allem auch die Gegner und so, dass das so ein Aspekt ist. Ich meine, klar, es gibt Gegner, die unter der Erde sind, aber mit dem Wasser, keine Ahnung. Es ist halt einfach was anderes, auch wenn es jetzt nicht direkt weltbewegend anders ist. Aber ich finde es einfach interessant und ja, machen wir direkt da weiter. Nimm dich vor den Tiefseeteufeln in Acht. Wir dachten, dass diese schrecklichen Ungeheuer vor Jahrhunderten von der königlichen Flotte von Lineria und der Bruderschaft der Korsaren vernichtet wurden. Nach der Schlacht im Hafen von Tortuga und dem Kampf gegen heimtückische Gezeiten und die ständigen Angriffe dieser widerlichen Kreaturen gingen wir auf dem gefährlichen Sturmatoll an Land. Achso, so heißt das. Ups. Hier bereiten wir uns in der Nähe der Ruinen eines Schreins von Regnos, dem Fürst des Meeres, auf den Kampf vor. Bete, dass Regnos die Verteidiger von Lineria beschützt. I will do that, man. Alright, müssen wir uns erstmal kurz... es ist Two-Way. Moment, ist es nicht. Also schon, aber wenn du wieder hier hinstellst... Achso, aber stimmt, ich habe ja gesagt... und wir haben quasi zwei Helden. Interessant. Okay, Facecam. I don't even know. Ich glaube, hier wird am besten sein. Das ist das Einzige, was er irgendwo irgendwie nichts verdeckt. Ich habe eigentlich gesagt, wir wechseln den Helden und ganz ehrlich, ich glaube, wir wechseln den Helden auch. Mirage, die passt für das Level einfach überhaupt nicht. Aber welcher Held würde denn passen? Die haben physische Armor, ne? Aber ich habe keinen Magier hochgelevelt, leider. Oder was ist der höchste Magier, den wir haben? Ne, die haben wir nie gelevelt. Nö, dann nehmen wir Alric, würde ich sagen. Dann nehmen wir Alric. Der kann auf jeden Fall viele Gegner aufhalten und hier gehen sie ja spätestens an Land, also wird er auch nicht nutzlos sein. Genau. Ja, dann weiß ich jetzt nicht, von da oben wird wahrscheinlich nichts kommen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass die nur von hier drüben kommen werden. Dann kann man hier wieder so ein... Ne, Moment, was ist das denn? Ach, das ist der Schrein von Regnos, lol. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein Turm, wo so ein Pirat drin sitzt. Zusätzliche Restaurierungen gewähren weitere Segen. Hä? Okay. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Kriegshund 20 Mal. Wir haben noch 800 Gold. Dann wahrscheinlich muss ich jetzt auswählen, wo der hinschießt oder was? Ach so, den kann ich steuern. Und der lädt sich dann wieder auf. Wow. Okay, das ist gar nicht mal so gut. Also schon... Aber während du mitten im Level bist, kannst du ja nicht die ganze Zeit schießen. Also, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Aber die Range war, glaube ich, unbegrenzt. Oder zumindest sah es so aus. Naja, aber wir haben auf jeden Fall den Helden hier. Also das ist auf jeden Fall gut. Der legt hier auch schon überall so Wasserminen. Das ist auch gut. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Magier. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall auch einen Magier, weil hier Kriegshunde kommen. Ein Kundschafter, meine ich. Ja, und hier auf jeden Fall eine Baracke. Weil nur Alric alleine wäre ein bisschen wenig. Und dann, ja, ein Magier wahrscheinlich. Hier hinten mal auch noch eine Baracke. Mhm. Ich sehe gerade, hier oben können die auch an Land gehen und drüber laufen. Und dann wahrscheinlich hier. Ja. Habe ich nicht gesehen. Weil hier der Weg, da können die drüber laufen. Deswegen sind da auch die Türme. Shit. Das ist nicht gut. Ja, machen wir einfach Full Magier Power. Why not? Okay, dann gucken wir mal, was der Held noch so kann, außer diese Minen zu legen, wo die Gegner dann wahrscheinlich durch laufen. Ich schätze mal, er kann auch so irgendwie angreifen. Naja, genau, er ist ein Fernkämpfer, nice. Da kommen schon die ersten Gegner einfach mal durch. Ach so, Leute, ich habe die auch viel zu weit nach unten gestellt. What the fuck, bin auch blöd. Okay, hier oben haben wir auf jeden Fall Probleme. Leichte zumindest. Jupp, hier müssen wir definitiv.
habe jetzt nicht so genau auf den Helden geachtet, auf den anderen Helden. Aber, ja, macht halt Schaden, ne? Aber ist jetzt irgendwie nicht so krass. Ich schätze mal, seine beste Fähigkeit sind diese Minen, die er legt. Achso, und wir haben den gar nicht ausprobiert, ne? Ja, okay, hat einfach einen Gegner getötet. Aber was heißt das? Gewähren weitere Segen. Weil was ist denn der Segen davon? Hätte man sich vielleicht mal durchlesen sollen, ne? Bevor man es repariert hat, stand das wahrscheinlich da. Weil, also ich meine, gut, okay, man kann diesen Blitz abschießen und Gegner töten, aber da steht ja weitere Segen. Und ich habe es ja zweimal geupgradet, also das ist ja überhaupt kein Unterschied zum ersten Mal. Zum ersten Upgrade. Beim ersten Upgrade hat er auch einfach geschossen. Komisch. Muss man noch rausfinden, auf jeden Fall. Oh, was? Neuer Gegner? Oh mein Gott, was zum Teufel ist das? Teufelsvogel. Leicht gepanzerte Hai-Reiter, die den Tiefseeteufeln als Stoßtruppen dienen. Leichte Rüstung, wirft Netze, mittleres Tempo. Okay. Gut ist auf jeden Fall, dass sie keine fette Rüstung haben. Ach, der Held kann gar nicht gegen Gegner im Nahkampf kämpfen, okay. Interessant. Ja gut, okay, die haben halt im Endeffekt einfach nur mehr Leben und sind schneller, ja. Aber an für sich ist es eigentlich genau der gleiche Gegner wie die anderen Typen. Finde ich jetzt, also macht jetzt auf mich nicht so einen direkten Unterschied. Einen Eindruck eines direkten Unterschiedes. Oh, was? Da hat er nicht gewonshottet? Damn. Okay. Ich dachte, das ist immer ein One-Shot wegen dem Totenkopf-Symbol, was man da hat. Damn. Dann nicht, I guess. Schau mal, wie die einfach durch die Minen... Schaut euch das mal an. Wait. Können die Gegner die Minen quasi sehen? Also quasi dodgen? Oder wie? Oder ist es jetzt nur Zufall, dass die halt schlecht platziert sind? Das ist ja voll dämlich, da kann ich mir ja gleich sparen. Also ich meine, gut, der Held macht das ja eh automatisch, also es kostet mir ja nichts. Aber vom Prinzip her, das ist ja kompletter Schwachsinn. An für sich. An und für sich. Musste ich mal wieder bringen, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Auf jeden Fall macht Eric einen guten Job. I like to see that. Es trifft immer nur einen Gegner, das finde ich ein bisschen wack. Wenn da drei Typen auf einem Fleck quasi oder direkt nebeneinander stehen und du schießt dann einen fetten Blitz hin, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht nur einen treffen. Aber gut, was weiß ich schon. Ich habe noch nie fette Blitze auf irgendjemanden geschossen, also... I guess not. Dauert aber echt lange zum Reloaden, also oft kann man das nicht einsetzen. What is going on here? Ja, fuck. Wie viel Leben kostet der? Alles okay, egal. Damn. Achso, warte mal. Ich wollte ja noch gucken, ob es über across the map geht. Jupp. Ja! Er kann die Typen one-shotten, was zum Teufel? Was? What the fuck? Alter, was soll das denn? Kommt einfach im Wald, der die Typen aus seinem Magen laufen lässt. Okay. A la One Piece. Like. Naja, auf jeden Fall kann er diese... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen. Die Schildkröten auf jeden Fall. Die Türme blockieren kann der Turm one-shotten. Das ist richtig geil. Dann benutze ich es auch wahrscheinlich nur dafür. Weil das eh die nervigsten Gegner sind. Also nicht nur dafür, weil wenn ich halt genau weiß, okay, da ist ein Gegner, dann logischerweise für den. Grünflosse 17. Was sind Grünflossen? Na. Hä, was? Da stand was ganz anderes. Okay, vielleicht habe ich es nicht gesehen. Vielleicht kam noch irgendwo anders was. Ah ja, hier unten. Blutpanzer. Exzellente Krieger, die in ihrem stahlharten Stachelpanzer unverwundbar sind. Starke Rüstung, immun gegen Artillerie, langsames Tempo. Ich wollte schon sagen, unverwundbar wäre ein bisschen heftig. Also sie haben starke Rüstung und immun gegen Artillerie, aber wir haben eh keine Artillerie, also von dem her spielt es keine Rolle. Ich habe gerade festgestellt, dass hier noch gar kein Turm steht. Wow, die haben 2560 Leben.
und großartige Rüstung. Das stand noch nie bei einem Gegner. Na gut, bis da mal andere Gegner kommen, ist der Typ auch tot. Kappa. Achso, ich kann ihn ja noch. Boom. Ganz vergessen. Ah, und Grünflossen sind die ganz normalen, never mind. Ich dachte irgendwie, die heißen anders. Ups. Mein Fehler. Mein ursprünglicher Plan war übrigens, den hier abzugraden für die Range. Aber irgendwie haben wir nicht genug Mula reingeholt hier, um das zu machen. Etwas blöd gelaufen. Finsterwoge. Oh, da kommen drei Finsterwogen. Das ist not good. Vielleicht mal eine One-Shot. Hä? Warum? Hä? Beim letzten Mal hat er den gewone-shottet. Was ist das für ein Müll? Das macht nicht mal immer gleich Schaden. Jetzt lässt er sich direkt heilen. War ja klar. Hm. Na, wenn die auf dem Wasser sind, dann sind sie quasi extrem verwundbar. Bringt halt nichts. Der blockiert halt einfach alle Türme. Kannst du nicht mehr gegen den kämpfen dann. Dann kann er so verwundbar sein, wie es nur irgendwie geht. Ach komm, ey, die wären halt beide gestorben. So lächerlich. Hätte quasi ein Magierschuss gefehlt, dann wäre der eine gestorben. Passiert natürlich nichts. Hä? Hat das jetzt beide getroffen oder sind die nur beide zufällig gestorben? Oh man. Oh nice, er hat den Magier nicht blockiert. Das ist gut. Könnte nämlich tatsächlich sein, dass der dann auch mal stirbt, bevor er sich nochmal regenerieren kann. Never mind. Nein! Alter, wie unlucky kann man sein? Oder wie dumm? Oh mein Gott. Das ist jetzt echt belastend. Wir könnten jetzt wegen dem Fehler vielleicht sogar verlieren. Nein, er ist tot, okay. Never mind, er ist tot. Aber wenn er da alle Türme blockiert, ich meine, wer soll dann noch kämpfen, ne? Das ist halt legit das Problem. Was kommt jetzt? Eine Finsterwoge, okay. Ja, ich muss den dann wahrscheinlich nochmal upgraden, weil wenn er nicht immer one-shottet, das ist halt ein bisschen zu risky für meinen Geschmack. Weil ich will schon, dass der, wenn er one-shottet, dann soll er schon immer one-shotten und nicht nur zu 50%iger Wahrscheinlichkeit. Soll ich es probieren? Kann nicht sein, Alter. Jetzt schließt er sich hier direkt wieder ein. So ein Müll, ey. Warum funktioniert das nicht? Beim ersten Mal hat er 100%ig gewone-shottet. Vielleicht war es ein Headshot. Wahrscheinlich echt. Ja, dann töte ich ihn halt so. Bringt nix. Hätte sich ja eh wieder regeneriert. Verändert sich jetzt? Ah, der Ach so, weil es ja eine Schadensrange hat. Ich bin ja auch bescheuert. Das hat eine Damage Range. Aber trotzdem, die war von 500 bis 1500 davor? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, da kommen nochmal neue Gegner. Blau. War das Bridge oder Ridge? Na, sehen wir gleich. Ja, okay, das habe ich nicht gesehen. Sorry, mein Fehler. Blau. Brise, lol. Nevermind, keins von beiden.
Kommandanten der Tiefseeteufel, die mit Stürmen ihre Brüder unterstützen. Fernangriff immun gegen Magie, kann Stürme beschwören. Alter, immun gegen Magie, willst du mich eigentlich komplett ver... Wie viel Leben haben die? 1920. Oh, also tatsächlich beide getroffen, nice. Die sind wirklich immun, also die kriegen 0,0 Schaden, das ist krank. Naja gut, die Stürme bringen ja nicht besonders viel. Aber interessante Gegner. Interessante Gegner, aber dann die Finsterwoge, dann haben die Viecher einfach so viel Leben. Das ist trotzdem komisch, dass ich da nur ein einziges Mal reingelackt habe und die das sonst immer überlebt haben. Schon ätzend. So, was kommt da jetzt? Rotgrad 7 und Rotgrad 7, lol. Solche Waves finde ich aber gar nicht mehr so schlimm, wenn einfach nur so viele starke Gegner kommen. Weil es ja nicht viele sind. Es sind ja nicht mal starke Gegner. Oh. Aber das ist halt im Endeffekt der am besten verteidigte Spot der Map. Also hier. Naja, da ist ja wichtig, wenn da was durchkommt, verliere ich quasi. Innerhalb von Sekunden. Na gut, und hier unten ist auch ziemlich gut abgesichert, weil Eric die ganze Zeit, oder fast die ganze Zeit gefühlt nichts macht. Oh, da kommt noch mehr. Lol, was kann ich... Ne, doch nicht. Ich dachte schon, ich kann den Mist darüber stellen. Blutpanzer 1, okay. Solange keine Finsterwoge kommt, I don't really care, bro. Hätte ich mir echt schenken können. Der Gegner ist ja nicht mal stark. Und sau langsam. Wie viel Leben kostet so einer? 5. Das Problem ist halt, dass ich fast nur Magier gebaut habe und jetzt gibt es Gegner, die gegen Magie immun sind. Ich hoffe mal, von denen kommen da nicht zu viele in der letzten Wave. Oder in der schwierigen Wave. Rotgrad, Grünflosse, Grünflosse, Teufelsvogel, Blaubrise, da sind sie. 3 Stück. So, und beide tot. Nice. Hat sich das auch erledigt, sehr gut. Ja, unsere Mei fertig, wir müssen nur noch unsere Baracken theoretisch upgraden. Aber ich weiß nicht, ob sich das so sehr lohnt, weil die ja eh keinen Schaden machen bei den Gegnern, weil die alle hohe Rüstung haben. Und Leben tun sie eigentlich eh relativ lange, vielleicht beide noch einmal. Ich glaube, die Magierturm-Upgrades lohnen sich deutlich mehr. Weil tatsächlich, wenn die kein Damage bekommen... Na gut, okay, sie kriegen nicht nur kein Damage, sie sind immun gegen Magie. Na gut, dann funktioniert das bei denen wahrscheinlich auch nicht. Aber der Wirbelwindsturm ist auf jeden Fall ein gutes Upgrade. Also der lohnt sich definitiv mehr wahrscheinlich als die Baracken. Okay, es kommen 3 Finsterwogen. Naja, 4 Finsterwogen. Shit. So, die erste Finsterwoge direkt one-shotten. No matter where it comes from. Boom. Oh nein, da kommen 2 auf einmal. Oh nein. Oh, die splitten sich aber auf. Damn. Boah, wenn ich Glück habe und die fliegt und die schwimmt hier durch, können sie vielleicht sogar draufgehen, tatsächlich. Weil im Wasser können die sich ja nicht immun machen.
Oder, okay, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube nicht. Und der eine stirbt hier eh bei dem Magier, lol. Tatsächlich. Und der ist safe auch an den Bomben. Nice. Ja, übel gut. Das waren eh schon die drei schwersten Gegner von vieren. Nice, nice, nice. Oh, nice. Und der wird zurück aufs Meer teleportiert, dann kann ich ihn killen. Hello, Mayo. Boom. Get wrecked, kid. Sit down. Wie manche Menschen gerne sagen. Grüße an den Stream-Cutter. Okay, also ich schätze mal, jetzt hat jeder eingesehen, das Wirbelwindsturm-Upgrade hat es halt übel gebracht. Das ist halt gerade, das Level ist einfach so verlangsamt dadurch, dass es halt wie ein Tutorial ist. Das waren eh schon alle Gegner, ne? Es kommt kein Endboss anscheinend. Oder, naja, nevermind, vielleicht kommt auch noch einer. Nevermind. Ach Mist, ich habe wieder nicht geguckt, wie viel Leben die Finsterbogen haben. Egal. Es wird wahrscheinlich noch ein Level kommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einen Endboss von den Gegnern. Also von den Meeresgegnern quasi. Ja. Also nicht in dem Level zumindest. Genau. Gucken wir mal. Aber hier wird es safe noch eins geben. Ja, sag ich doch. Ja gut, dann probieren wir hier vielleicht noch schnell das Iron Level beim verlorenen Dschungel. Haben wir das schon mal? Das haben wir schon mal probiert, ne? Oh boy. Ja, das war der Mist. Mit welchem Helden? Ah, wegen den Parasiten, genau. Mhm. I remember. Ich habe gesagt, hier will ich eine Baracke lassen, ne? Und die einfach stark upgraden, habe ich gesagt. Das sollte die neue Taktik werden. Ups. Was haben die nochmal für Upgrades? Lebenspunkte, Bankangriff, Schadenspunkte, Bluten. Weg. Weg. Let's go. Achso, nein, ich Idiot. Bei denen funktioniert es ja auch. Ach. Egal, die kille ich gleich. Mit der Fähigkeit. Okay, die Tempelritter, die sterben auch extrem schnell an dem Zeug. Der eine, der wäre jetzt auch innerhalb von ein paar Sekunden down gewesen. So schnell machen die gar keinen Schaden hier. Ich weiß nicht, irgendwie über die Baracken, das ist keine Lösung. Na gut, bei den Sandsoldaten passiert... Oh ja, die Sandsoldaten sind tatsächlich legit geil. Eric ist übel der Counterplay gegen die Parasiten. Wenn die sich an die Sandsoldaten haften und danach draufgehen, passiert einfach nichts. Die sind dann einfach weg, die Parasiten, wie als hätten sie nie existiert. Das ist tatsächlich richtig geil. Ja, ich meine, die Tempelritter, sie überleben schon länger. Aber so wirklich helfen tut es halt auch nicht auf Dauer. Die Sandmänner von Eric, die helfen halt extrem. Die sind halt legit krank OP gegen die Parasiten. Okay, also die Heldenauswahl hat hier auf jeden Fall auch eine große Rolle gespielt, wie man merkt. Oh nein, Eric, du darfst nicht sterben, ich brauche deine Sandsoldaten. Der wird halt immer angesaugt und dann lassen sie ihn aber nochmal entkommen. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, mal eingreifen, weil hier ganz schön viel ist. So. Ja gut, okay, funktioniert aber jetzt mal auf den ersten Blick zumindest ganz gut. First feeling is not bad. Wie man so schön in Native English sagt. The first feeling wasn't bad. Ja, die Sandsoldaten, das ist so krank, Alter. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist legit OP. Das ist echt OP. I like. Eigentlich verändert sich das Level auch gar nicht mehr. Es passiert eigentlich die ganze Zeit genau das Gleiche. Ja, wobei, aber meine, jetzt kommen schon fertige Parasiten, was aber eigentlich besser ist, weil die können ja nichts mehr machen. Ja, eigentlich ist es leichter, wenn fertige... Ah, okay, wenn es gemischt kommt, ist es nicht mehr so geil.
Wenn es gemischt kommt, ist es nicht mehr so geil. Weil dann tanken die den Damage für die Kleinen und dann ist die Chance wieder höher, dass die Kleinen durchkommen. Ja, okay, da müssen wir definitiv was machen. Jetzt haben die eigentlich gute Rüstung? Ne, gute Magieresistenz, okay. Naja gut, okay, wenn sie gute Rüstung hätten, wäre es komplett ripped, dann könnte man ja gar keinen Schaden an ihnen machen. Oder fast keinen. Ja, ich glaube, ob man jetzt Tempelritter genommen hätte oder normale Soldaten, hätte, glaube ich, keine große Rolle gespielt. Weil die sterben alle so extrem schnell, das macht halt fast keinen Unterschied. Ich glaube, man hätte es auch einfach ohne Tempelritter wahrscheinlich machen können. Weil Eric alleine halt schon so viele Gegner blocken kann. Wird es ein bisschen enger. Aber die sind alle low-life. Und wir haben gewonnen. Wow, war das einfach. Krass. Dass ich da gestruggelt habe. GG. Jetzt festgestellt, dass es das Falsche war. Wir hätten eisern machen. Wir hätten heldenhaft machen müssen, nicht eisern. Das wäre lustig gewesen. Okay, uns fehlen noch 30 Sterne. Das heißt im Endeffekt 10 Level. Aber durch Iron und heldenhaft sind es natürlich deutlich weniger. 7 habe ich ja, glaube ich, gesagt beim letzten Mal, ne? Ja. Genau, auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, macht's gut, rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.